Ja, hallo miteinander allerseits, auch zu diesem Live-Interview. Bei mir ist jetzt Samantha Kemp, sie ist Schreinerin, EFZ, und wird uns heute ein paar Fragen zu ihrem Beruf beantworten. Bevor wir anfangen, noch schnell eine Information. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die stellen, und zwar hat es da unten so eine F- und A-Funktion. Dort könnt ihr eure Fragen reinstellen und dort probieren wir die zu beantworten. Gut, jetzt aber zum Anfang. Samantha, was würdest du machen, wenn du unendlich viel Geld hättest? Also ein Teil davon würde ich wahrscheinlich mal spenden, dann mit der Familie und Kollegen schön in die Ferien gehen, vielleicht irgendwo eine kleine Schreinerei aufmachen. Ja, und es brachte schon die erste Frage rein. Unter anderem, mit was arbeitet man alles in der Schreinerei? Also von den Materialien her ist das sehr unterschiedlich. Zwischen das sicher mal Massivholz, dann hat man Furnier, das ist so ganz dünnes Holz, wo man auf eine Platte aufleimt. Den Kunstharz, den allgemein irgendwie Kunststoffsachen oder Metallsachen, dann die verschiedenen Plattenmaterialien. Und von den Maschinen her gibt es natürlich dort eine ganz grosse Vielfalt. Warum hast du dich denn für diesen Beruf entschieden? Ja, bei mir hat das schon relativ früh angefangen. So als kleines Kind habe ich immer schon gerne mit Holz gewerkelt. Und zu Hause bin ich auch immer dran gewesen. Und in der Schule hat mir das Werken mega Spass gemacht. Und auch so ein bisschen Mathe und all das Zeug ist mir immer gefallen. Als ich dann nachher bei dem Beruf geschnuppert habe, musste ich sagen, ja, das ist es, das gefällt mir mega gut. Jetzt fragt hier jemand, muss man alle Holzarten kennen? Nein. Wenn wir nicht alle kennen. Also vor allem einfach mal so ein bisschen die einheimischen und die gängigsten, die wird man im ersten Lehrjahr mal ein bisschen durchnehmen und die muss man sich auch ein bisschen wissen, aber alle kann man gar nicht kennen. Welches ist dein Lieblingsholz? Ich würde sagen Nussbaum und Käse auch noch. Aus welchem Grund? Ja, ich finde es einfach recht schön. Es ist, also Nussbaum ist eher dunkel, aber es hat zum Teil auch so dunkle und helle Striche drin. Und Käse ist eher irgendwie, es schimmert so schön, finde ich. Jetzt fragt hier jemand, was sind die Sonnenseiten des Berufs und was sind die Schattenseiten? Also positiv finde ich vor allem, dass man mega viel lernt. Also man hat ein mega breites Spektrum, wo man da Wissen überkommt. Man kann nachher mega viel selber machen. Und die Schattenseite, ja, man hat halt eine gewisse Unfallgefahr. Wenn man nicht aufpasst, dann kann es mal passieren, dass man sich irgendwie schneidet oder so. Aber ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht so ein grosses Risiko. Hast du dich schon mal verletzt? Nein, bis jetzt nicht. Jetzt eine Frage, die bei jedem Interview wieder kommt. Wie viel verdient man in deinem Beruf? Also im ersten Lehrjahr sind das 660 Franken, nachher 950, im dritten 1150 und im vierten 1450. Jetzt fragen Sie sich hier, ja, was muss man so schulisch vor der Lehre sein? Muss man da irgendwie Sek oder Real sein? Wie gut muss man sein? Muss man entweder besser sein? Oder kann man eine Schreinerlehre auch machen, wenn man jetzt schulisch vielleicht nicht so stark ist? Ja, ich würde sagen, man muss in der Schule einfach in Mathe ein gut sein, Geometrie, so die Fächer. Und wenn man jetzt real ist oder geht halt, ja, wenn man jetzt in Mathe gut ist und so, dann sollte das schon klappen. Und vielleicht Deutsch muss man auch ein bisschen können, weil wenn man dann nachher da ist, so eine Vertiefungsarbeit muss schreiben, aber das ist ja, glaube ich, momentan in jedem Beruf so.
Ja, dann muss man dort halt auch mal durchweisen im Deutschen liegen. Aber sonst würde ich einfach mal sagen Mathe und Geometrie. Wie ist es denn auch so in der Berufsschule? Wie viele Tage hat man Schule und was hat man da dann so für Fächer? Also man geht alle 4 Jahre einen Tag in der Woche in die Schule. Dann gibt es dort den Fachkundeunterricht und Allgemeinbildungsunterricht. Im Fachkundeunterricht lernt man halt so planen und zeichnen. Dann all die verschiedenen Materialien lernt man kennen. Dann den Aufbau von denen. Ja, so alles so Fachkundensachen. Halt auch das Rechnen von Schwinden und Quellen vom Holz, wenn das Holz grösser und kleiner wird. Und Allgemeinbildung, ja, da wo man halt jeder andere Lehrer auch lernt. Rechtskunde, Deutsch hat man auch ein bisschen. So Sachen. Jetzt fragt Lukas Marti, ist Berufsschule anstrengend? Ich habe es jetzt nicht als anstrengend empfunden. Also wenn man in der Schule gut aufpasst, dann kommt das nachher auch super raus. Es wird jetzt gerade mehrmals gefragt, wie viele Lehrjahre hat es? Sind das 4, gell? Genau, EFZ hat 4 Jahre und EBA wird 2 Jahre. Wie ist das bei dir im Job? Arbeitet ihr mehr im Team oder mehr alleine? Ja, das ist unterschiedlich, je nachdem, was man für Arbeiten hat. Wenn man irgendetwas hat, das schwer ist, dann schafft man sicher im Team und bei grösseren Aufträgen auch. Aber wenn es jetzt eher so ein bisschen kleinere Sachen ist, dann ist man auch mal allein dran. Wie arbeitest du lieber? Lieber im Team oder lieber alleine? Ja, ich arbeite, also arbeite schon auch gerne im Team. Wieso denn? Lieber im Ja, Team? ich finde es cool, so mit jemandem zusammenzuarbeiten, sich so auch ein bisschen austauschen und von den anderen zu lernen. Man lernt immer wieder Neues dazu. Jetzt fragt sich noch jemand, ist es schwierig, eine Schreinerlehrstelle zu finden? Hat es wenig Lehrstellen, zu viel? Wie ist es? Also momentan hat es recht viel umeinander und auch sonst, auch nach der Lehre, hat recht viele offene Stellen. Also allgemein bei handwerklichen Berufen ist das Stellenangebot schon recht gross. Wann fährst du denn am Tag so an arbeiten? Wo hörst du wieder auf? Also ich fange jetzt am 6 Uhr an und höre so am 4 Uhr wieder auf. Aber die meisten Buden arbeiten so vom 7. Jahr bis je nachdem 4 oder 5, wie lange das Pausen machen. Erzähl uns doch mal noch von deinem Werdegang. Wie bist du Schreinerin geworden? Ja, eben einfach dort in der Berufswahl habe ich mich dann irgendwann richtig einen handwerklichen Beruf entschieden. Nachher hat mir Schreiner eigentlich beim Schnuppern schon super gepasst. Habe ich mich dort beworben. Nachher habe ich mit der Lehre angefangen und dann sind die 4 Jahre eigentlich recht schnell durchgegangen. In was hast du das Gefühl, seist du in deinem Beruf am besten? Puh. Ja, durch Swiss-Skills und Word-Skills würde ich sagen, habe ich recht viel Wissen für so komplexe Verbindungen überkommen und auch das Handling mit so Handmaschinen. Und weil ich mich halt dort dann recht fest mit dem auseinandergesetzt habe, würde ich sagen, dort bin ich sicher nicht schlecht drin. Und gibt es etwas, was du nicht so gut kannst oder was du vielleicht auch nicht so gern machst? Ja, nicht so gern sind es vielleicht einfach dann so Aufträge, wo man halt eine Zeit lang immer am Gleichen dran ist, wenn man irgendwie einen Tag lang mal Teile schleifen oder so. Aber das gehört halt auch mal dazu. Tut man dort mal durchbeissen und dann ist das wieder gut. Vielleicht, was ist das Schönste, was du in deinem Beruf je erlebt hast? Ja, das Schönste ist halt bei mir jetzt wirklich, dass ich halt dürfen an die World Skills gehen, dass ich dort die DAK habe, die Schweiz zu vertreten.
Und sonst würde ich einfach sagen, dass ich eine mega schöne Lehrzeit hatte, dass ich die 4 Jahre wirklich auch geniessen konnte, viel Neues dazugelernt habe und ich nachher auch weiterhin kann brauchen kann. Ja. Jetzt fragt hier jemand, ist es mehr ein Frauen- oder ein Mannenjob? Oder für beide so? Wie sieht so für die Verteilung aus? Also es hat schon noch mehr Männer wie Frauen. Also man kann so sagen, ungefähr 17% ist der Frauenanteil in diesem Beruf. Kann man sich so vorstellen, in der Klasse ist man so zwischen 3 bis 6 Frauen. Was sind so deine beruflichen und auch persönlichen Ziele für die Zukunft? Ja, ich würde sagen, dass ich mich sicher noch auf dem Beruf weiterbilden würde. Ich habe eine Weiterbildung anfangen, aber dort weiss ich noch nicht genau, wann ich machen will. Ja. Was für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es denn? Also man kann sich im Verband selber weiterbilden, also der Verband bietet Sachen an. Oder sonst einfach kann man natürlich an einer höheren Berufsbildung mitmachen und dort nochmal irgendwie ein Fähigkeitszeugnis holen in einem gewissen Bereich. Und wenn man natürlich Berufsmatur oder Kante gemacht hat, dann kann man natürlich auch studieren gehen. Auf was freust du dich am Morgen, wenn du gehst arbeiten, aber am meisten? Am meisten würde ich sagen, dass ich meine Arbeitskollegen wieder sehe. Und jetzt bei mir ist, dass ich noch ein bisschen mit den Lehrlingen zusammenarbeiten darf. Und das macht mir mega viel Spass. Das ist immer wieder schön zu sehen, wie die sich alle entwickeln. Gibt es vielleicht etwas, was du in deinem Werdegang, wenn du jetzt wieder noch einmal in der 7. Klasse, 8. Klasse wärst, würdest du anders machen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe den richtigen Job ausgewählt. Da bin ich auch froh darüber, dass mir das so einfach gefallen ist. Weil es ist ja doch eine mega grosse Vielfalt, die man hat, wenn man hier in der 3. Sek ist und sieht, was da alles für Möglichkeiten gibt, wo man gehen kann. Ja. Welchen Tipp würdest du jetzt den Schülern mitgeben für die Berufswahl und so? Auf jeden Fall, wenn man noch nicht genau weiss, was man machen will, will ich richtig viele Berufe schnuppern oder halt eben an Berufsmessen gehen, sich im Internet informieren. Und dann ja, sich halt irgendwann hoffentlich können auf einen Weg einschlagen und dann dort dranbleiben, Bewerbungen schreiben und einfach, ich will relativ früh anfangen damit. Weil wenn es dann gegen den Schluss geht und man immer noch nicht wirklich weiss, was man will, dann wird es immer enger mit der Zeit. Merci vielmals für deine offenen Fragen, für deine vielen Antworten. Leider kommen wir schon fast wieder auf das Ende vom Interview. Vielleicht noch, welches ist dein Lieblingswerkzeug? Das wird die Oberfräse. Das ist so eine Handmaschine, wo man kann verschiedene Fräser einspannen kann. Und wenn man weiss, wie man die bedienen kann, dann kann man mit denen jenste Verbindungen machen, verschiedene Arbeiten ausführen. Das ist wirklich so ein Multiwerkzeug. Genau. Gut. Merci vielmals für deine vielen Antworten. Merci auch für deine vielen Fragen, liebe Schüler. Wenn ihr das Interview nachschauen wollt, oder auch das Interview von gestern, das du auch hast gegeben, das könnt ihr online, müsst auf ihr Berufsprofil und dort oben hat so einen Play-Button. Und dann könnt ihr euch das Video noch einmal anschauen. Merci vielmals, habt ihr eingeschaltet. Merci vielmals dir, Samantha. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag.